Misshandlungen, Missbrauch oder Vernachlässigung in der Kindheit. Solche traumatischen Erfahrungen können offenbar auch Spuren im Stoffwechsel hinterlassen. Im Blut von jungen Müttern konnte ein Forscherteam der Uni Ulm jetzt Stoffwechselprodukte feststellen, die auf negative Kindheitserfahrungen hinweisen. 90% der untersuchten Mütter bestätigten das Ergebnis. Die Studie ist so aufgebaut, dass wir uns die Frage gestellt haben, inwiefern wir biochemische Veränderungen identifizieren können, die bei Personen mit Kindheitsbelastungen auftreten, um mehr biologische Informationen aus Proben zu extrahieren, um dann daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen, warum psychische Belastungen sich auch negativ auf den Körper auswirken. Die nachgewiesenen Stoffwechselprodukte können auch chronische und entzündliche Krankheiten begünstigen. Die neuen Erkenntnisse sollen helfen, gesundheitliche Langzeitfolgen von negativen Kindheitserlebnissen zu reduzieren. Erstmal hilft es denjenigen, die sich mit Stress- und traumaassoziierten Störungen beschäftigen, denn wir müssen mehr über die Biologie durch chronischen und traumatischen Stress verstehen, um daraus Hilfsangebote abzuleiten. Chronischer und exzessiver Stress kann gravierende Folgen für die Gesundheit haben. Einen günstigen Effekt dagegen hat ein gesunder Lebensstil. Welche Faktoren dabei eine besonders schützende Wirkung haben, will die Arbeitsgruppe künftig untersuchen. Die Frage, wie stark der Einfluss dieser Lebensstilfaktoren ist auf das Risiko, was wir bei kindheitsbelasteten Personen sehen, dann letztendlich nicht nur zur Ausprägung kommt, sondern auch inwiefern sich daraus eine Ableitung für individuelle therapeutische Möglichkeiten ergibt, das müssen wir in zukünftigen Studien erstmal untersuchen. Bisher sind die Untersuchungen noch zu aufwendig für einen einfachen Bluttest. Trotzdem helfen die Ergebnisse jetzt schon, den Zusammenhang von psychischen und physischen Krankheiten besser einzuordnen.